Aber sicher, alte Unterhose. Ich bin beeindruckt. Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stimmt. Voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Oh je. Und hallo, willkommen zurück zu Borderlands 3. Wieder dieser halbnackte Typ in Unterhosen. V. Ah, eine Skag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht für Skags. Oh je. Können die klettern? Komm und hol's dir! Oh! Kann so nix, dann gehen wir runter. Schon alles? Weg! Noch einer? Oh, der Typ ist wieder da. Wo war der? Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Warte mal, bevor der Typ weiterredet. Wollte ich eigentlich daher? Das daher? Sieht gut aus. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Besser. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Aha. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Der Typ, also sehr, sehr gesprächsfreudig, diese ganze Typ hier. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Ja. Guck mal. Und kurz mal, was bin ich für ein Level? Wo ist denn das jetzt wieder? Irgendwo stehen. Was mein lustiger Charakter für ein Level hat. Mich blöd? Oder haben sie das versteckt? Ich will wissen, ob ich das schon nehmen kann. Die. Ja, cool. Ich will wissen, ob ich das schon nehmen kann, diese komischen Dinger. Finde nix. Hütte, verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warren? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Und den also, Typen auch. Hast du die Karte gefunden? Sprech mit Lilith. Oh, darauf. Ja, komm mal. Okay, da kann ich nicht drauf. Und die Lilith wieder. Hat da einen Base. Oh. Der nackte Typ.
Ich konnte die Karte nicht finden, also habe ich einen Banditen mitgenommen. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Sie dreht sich immer um. Na dann, gehen wir mal jemanden begrüßen. Da, toll. Senderwechsel raus. Ja, nee, das ist wurscht. Jetzt da nicht wirklich wichtig. Gut, marschieren wir mal dahin. Karte. Daher. Ist wieder eine Nebenmission. Könnte man eigentlich mitnehmen. Ich mache gerne Nebenmissionen. Ja, machen wir. Das kann ja nicht so lange dauern. Die Folge war ruhig schnell. Jetzt habe ich jetzt auch eine bessere Wumme. Muss ich mal ausprobieren. An irgendwas. Kann ich darüber? Ja. Hey, Mülleimer! Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber bitte hilf mir! Ja. Ich helfe dir, geschwind. Ich hab meine Antenne verloren. Hörst du auf zu heulen, wenn ich dir helfe? Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Geh. Ja. Du mit der Auswahl, sag ich. Voll mal. Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Ja. Mach mal. Ja. Wir suchen uns ein Fahrzeug. Wir machen das halt. Ist das richtig? Ja. Ich nervt es ein bisschen, dass ich mit M die Karte einschalte, mit M aber nicht ausschalten kann. So. Das geht schon anders weiter. Vaughn, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Oh, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht... Oh, du bist ja komplett gestört, wirklich. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyrene wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Nette Dame. Wüstenrose. Sehr, sehr cool. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt eine Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Warte mal kurz. Interessiert was? Den zweiten Laufen die Fahrrad auf 25% erhöhen. Okay. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann nee. Kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Du Deppert, man kann sich überhaupt noch bewegen. Nimm ein Fahrzeug, stiehl dir ein Fahrzeug. Okay, wohin? Oh, ja, ja. Richtung passt ja schon mal. Los geht's. Von Borderlands 2 oder was?
Nein, das ist es. Eieiei, stressig! Zu schwach, Schlappschwanz! Komm, Vierer da, der letzte Schuss. Danke. Aha. Damit die Familie leben kann! Witziges Teil. So. Also die Granaten sind nicht recht effektiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Badass Tank! Ich hab's gesagt! Mehr Licht! Mehr Licht! Die Sprüche sind ja echt cool. Shield aufladen, oder was? Ich wette aber, die Strahlung ist in dem Waffenmodus höher, weil was hättest du für einen Sinn sonst? Wenn ich da jetzt nur mehr Feuerrate habe, aber keinen Nachteil dran. Ich meine, wäre irgendwie ja blöd jetzt, oder? Noch Tippbringer. Na dann! Hierüber, ihr Hackfressen! Wer stirbt schon mit einem Schrei? Bleib mal lieber ein bisschen in Deckung. Life füllt sich ja nicht automatisch auf wie in vielen Shootern. Jetzt weiß ich wenigstens, welcher Level ich habe. 5. Noch was zu mitnehmen. Ich bin ja so loot-deppert. Oh, da. Nehmen wir ein Fahrzeug oder steht ein Fahrzeug? Dass gerade irgendwie drauf kommt, wie steht. Mal legen wir hinter das Ding. Ja, das kann man immer stellen. Bam! Raus da! Passe ein Fahrzeug an, schalte neue Teile frei, indem du gekappelte Fahrzeuge bei einem Crash and Ride scannst. Fahrzeuge, die bei einem Catch and Ride spawnen, dienen auch als flexible Schnellreiseorte. Dir gefällt die Steuerung des Fahrzeugs nicht, du kannst das Steuerungsschema in Option ändern und die Tasten beliebig zuweisen. Okay. Nice. Ja, bist du deppert, das ist so schnell. War das Fahrzeug zum Catch and Ride? Ja,
Wie? Du musst da rüber. Das heißt eigentlich eh da nach unten so vorbei. Gut, Bomben. Und wenn wir schon dabei sind, welcher Wahnsinnige hat die Fahrzeugempfindlichkeit so hochdreht? Da wirst du ja deppert. Echt jetzt? Boah. Danke. Ich wusste, das Ding hat Nuss. Stell die Karre einfach da vorne ab. Also lenken kann das Ding nicht wirklich. Achso, mit dem. Ich brauch gar nicht drücken, das geht mit der Maus. Macht schon mehr Sinn. Wow. Nett. Was wollte ich gerade machen? Ah ja, genau, hier. So. Hier ist ein Raketenwerfer, den ich mal ausprobiert habe. Kannst ihn haben, Schätzchen. Denk nur dran, ihn auszurüsten. Willkommen zu Alice Neuer und verbesserter Catch-a-Ride-Station für alle deine Fahrzeugbedürfnisse. An der Catch-a-Ride-Station kannst du ein Fahrzeug anfordern oder die Bewaffnung und das Aussehen des Fahrzeugs anpassen. Du hast dir ein Fahrzeug von deinem Einheimischen ausgeliehen, stelle es auf die Hebebühne des Catch-a-Ride-Station ab und lasse Ellie nach neuen Teilen scannen. Hol sie dir alle! Wähle die Fahrerwaffenkategorie, um eine Liste verfügbaren Waffen anzuzeigen. Yep. Setz jetzt das Fahrzeug an. Okay. Ja, ich würde das jetzt gern haben. Reifen, wie schön. Cool, ich habe Munitionen, Raketenwerfer, das muss ich am Anfang direkt einen Treffer. Wenn ich einen Schützenplatz einnehme, okay. Okay, dafür brauche ich jetzt mein Fahrzeug. Wir kriegen das jetzt da raus. Und mache ich die Nebenmission. Hey, Kammerjäger! Der Kultisten-Mistkerl, der sich Heiliger Dumptruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Das geht so nicht, Amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis stimmt, klar? Klar. Andererseits reicht es vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Warnung für die anderen Banditen, sich nicht mit den Raiders. Die Frage jetzt, wo befindet sich der Typ? Mal kurz. Schlechter Empfang ist das andere. Der da war das. Schieß ihm in den Arsch. Das optionale Ziel ist ja cool. Der Typ ist da oben zu finden. Wir nehmen mal die Mission da hinten an. Und wenn man da eh umschalten kann, die Mission, ist das ja okay. Mal. Hätten sie mir auch gleich geben können, die Mission. Hey, hey!
Was ist das? Eine kleine KDK-Statue, hilft Wong, um die KDK ins Reinzuwirken und das jetzt diese hässlichen Dinger durch etwas Prunkvolleres. Vaughn, weißt du irgendwas über diese KDK-Statuen? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Alter, der Typ ist ja absolut nicht laut. Goldene Schenkel. Steckbriefe. Man eigentlich. Na, warte mal. Sind nicht da irgendwo dann. Oh, das ist eigentlich eine Orbit-Ansicht. Oh. Na, bist du wahnsinnig. Ja, gut, hilft dir nichts. Wieso lasse ich die Mission nicht verfolgen? Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Ja, du rockst das, ja. Da komme ich, wenn ich darüber vergesse, ich das aus. Da führt direkt zur heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Hallo! Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Ich hasse diese Calypso-Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Death Cause, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also, ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten Blut... Der Typ hält nicht die Klappe, oder? ...die lustigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Na, dafür bräuchte man einen 20-Pack. 18 mindestens. Mein Clan hat mich verraten, aber wenn die Kalypsos meinen Sonnenklopfern etwas antun, wird das hier zur Blutfehde. Und das wäre klasse. Ich war lang nicht mehr in eine gute altmodische Blutfehde verwickelt. Das wird toll. Keine Muni? Der nächste, bitte. Aus, kleine Kerze. Ja, mein Auto ist halb kaputt. Wobei ich nicht weiß, ob sich das von selbst wieder repariert. Tut's das? Ja, tut's. Cool. Klippe des Aufstiegs. Irgendwie gleich funktioniert das mit den Folgen von der Mission da gerade nicht. Ich meine,
Für was habe ich das jetzt angewählt? Muss ich da durch? Das zeige ich gar nicht durch, oder? Wo ist denn das Steckbrief von dem Typen? Ich kann da doch mal reingehen. Ich hoffe, mein Fahrzeug ist noch da. Mach mal rein da. Also ohne Scheiß. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen gar zu weit weg. Lassen wir das mal. Wo in die Hauptmission hinkommen. Nebenmission können wir eh nachher auch noch machen. Alter. Wollen die mich veräppeln? So ein bisschen halt. Gut. Kann ich theoretisch irgendwie fahren, das ist eh Blunzen. Da komme ich schon hin. Da komme ich schon hin. Los geht's! Schaut gut aus, da runter rechts. Oh, eine Spawnstation, sehr schön. Rechts geht. Große Kammer. Ich werde dich essen. Na komm du runter. Komm her. Scheiß mit den Klettern, das geht wirklich nicht. Ich in anderen Videos auch schon gesehen, dass das irgendwie nicht so hinhaut, wie es sollte. Gib doch mal kurz weg. Das ist natürlich viel einfacher. Gut.
Oder? Das geht ja gleich besser. Muss ich mal das komische. Komm mal darauf. Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau. Die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Oder. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Alter, der Typ ist ein bisschen wahnsinnig, aber sonst. So, nächstes. Nö, das nur mit. Kann mich gar nicht dran erinnern, dass sich jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln? Meine Hyperion Red Bar X2000 mit Quecksilberschleife und Anti-Ständerband. Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Davon habe ich genau 3 Wörter verstanden. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Der Typ ist ja komplett geisteskrank. So, darüber mal. Da geht's irgendwo weiter. Irgendwie muss ich da noch ein Stück rüberkommen. Ah, hier. An das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditenclan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rammen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Okay, wir haben tolle Bilder von meinem vollendeten Banditenkörper. Der 3D-Druck. Körper steht wieder ganz woanders. Komme ich wahrscheinlich jetzt so näher drüber? Der die Statuen für die KDK druckt, ist in der Nähe. Scanne die Steckbriefe dort ein, damit wir stattdessen Statuen von mir drucken können. Der Typ ist doch komplett krank. So. Einerseits cool, dass er sich in die Blickrichtung dreht, andererseits, wie soll ich ihn dann beim Fahren schießen? So, wir müssen... eigentlich da ganz rüber. Komm ja gar nicht hin. Sieht das geil aus, die Stadt da. Ja, war absolut, oder? Scheiße, falsch. Herausforderung. Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Ich glaube, da komme ich irgendwie mit dem Auto gar nicht weit. Nope. Ich glaube, das wird ein Fußmaus. So. Ah, das sind wirklich Brücken. Ich muss über die Brücken und da hinten rauf. Okay. Der Typ schickt, jagt mich echt durch die ganze Welt da. Muss ich eigentlich. Wofür halten sich die Kalypso-Zwillinge überhaupt? Für Götter? Weißt du, meine Brustmuskeln hat auch mal jemand göttlich genannt. Ist doch fast dasselbe. Ich kann hier schnuppern.
Ah, ich brenne. So, jetzt reicht's. Deppert einer kalte Suppe. Schlecht. Ich will das sagen um meine Muni. Weiter. Oh. Kämpfe um dein Leben, das ist ja lustig. Das Einzige, was ich noch habe, ist Shotgun-Money. Und wie oft kann man aufs Leben kämpfen? Ich hoffe sehr oft. Da muss ja da oben noch ein Typ sein. Das ist so typisch Borderlands, da geht's zu, dass er Freude ist. Da sind wir in Deckung da mal. Geht mir schon wieder aus. Geleck! Oh, da. Ein bisschen viele. Mit der Waffe habe ich wenigstens noch genug Munition. Ah, wo man mit rein, jawohl. Ich hätte dich einfach so gehen. Ja. Gut, und jetzt füttere den Scanner mit den Steckbriefen. Jetzt mal kurz warten. Voilà. Ich mag die Shotgun, aber ein bisschen mehr Durchschlagskraft, ich baue eine andere. Oh, ihr werdet sterben. Los geht's.
Muss mal kurz wieder Stille einkehrt da. Danke. Ist ja auch überhaupt nicht komplett übertrieben. Nehmen wir mit. Scanner. Oh na. Und wie sind sie geworden? Gute Figur, Bro. Ach, komm schon. Alter. Du musst doch nicht so nett sein. So, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Alter. Tschüsschen, KDK. Und hallo, glorreicher goldener Born. Alter. Der Typ ist doch nicht dicht. Wirklich, der Typ ist nicht dicht. Er ist komplett krank im Kopf, der Haverer. Wegpunkt hin? Hört mich an, ich wurde als Statue verewigt und bin dem besten Clan des Planeten beigetreten. Es leben die Crimson Raiders! Ich liebe diesen Tag! Oh mein Gott. Oh, ist schön verrückt. Seht euch das rein, Calypso Zeller! Sonst wäre uns jetzt sehr langweilig. Und das bin ich! Weißt du, was an den Crimson Raiders so toll ist? Ihr seid knallhart und beschützt die Schwachen. Auf so einen Clan stehe ich. Ein Böser. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Da oben drin, oder? Aha! Ich liebe diesen Trümmerlärm! Die Kalypsos werden echt angepisst sein, wenn sie meine goldene Visage sehen. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages wieder Banditenkriegslord. Aber im Moment geht's mir echt gut damit, zu euch zu gehören und die KDK fertig zu machen. Komm mich besuchen, wenn du wieder mal Zeit hast. Mach ich. Und dann mache ich die andere Mission. Und du Typ bist ja. Oh, das ist immer Level. Der Typ ist doch nicht ganz dicht. Ja, da rechts halten und dann. Ja. Erinnern. Okay, ich glaube, dann muss ich aus dem Auto raus. Steht der Typ jetzt rum? Bin ich wieder in der Base hinten. Alter. Ich sitze da. Denk mal gar nicht mehr so lang. Total badass! Da will ein Turbo ran. Diese Kalypso-Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Death Cause, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also ich bin den
Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einigen? Die Geschichte kenne ich schon. 20 Pack. 18 mindestens. So. Dann reden wir mit dem. Der Pater, der ist ja ewig. Aber jetzt gib mir was Gescheites dafür, wenn ich da schon durch die Welt fahre für danke, dich. Danke, Kammerjäger. Du hast meine Träume wahr werden lassen. Wer wünscht sich nicht, in Gold verewigt zu werden, oder? Weißt du, wir haben die KDK heute zwar nicht erledigt, aber wenn sie die Statuen sehen, werden sie wissen, wer das Sagen hat. Sie werden es wissen! Hörst du das, Tyrene? Ab sofort kannst du mein Sixpack anbieten, denn mein Name ist Vaughn! Vaughn. Genau so. Du bist geisteskrank. Gut! Das war's. Weiter geht's im nächsten Part mit weiterhin kranken, verrückten und schön herrlich erfrischenden Missionen in Borderlands 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!